Die Sauerstoffanzeige leuchtet rot. Das heißt, es ist mal wieder Zeit zu lüften. Diese coole Anzeige war übrigens von einem Azubi-Projekt. Und wir haben sie mittlerweile in all unseren Besprechungsräumen. Dahinter stecken Hue Lightstrips von Philips, die wir in den Ecken des Raumes mit Aluprofilen und Milchglas angebracht haben. Über eine Bridge können sie mit dem Internet kommunizieren und über eine App gesteuert und programmiert werden. Die Farben ändern sich je nach CO2-Gehalt im Raum. Grün bedeutet hygienisch unbedenklich, orange hygienisch auffällig und rot inakzeptabel. Die Daten zur CO2-Konzentration liefert die smarte Wetterstation von NetAtmo. Diese steht in jedem Besprechungsraum. Um zu vermeiden, dass die Daten der Wetterstation verzögert ankommen, haben wir das System über die APIs, also den Programmierschnittstellen der Hersteller, angebunden. Ein Skript fragt minütlich den CO2-Wert im Raum ab und wählt eine Farbkategorie aus, die über den Lightstrip angezeigt werden soll. Wir haben außerdem noch ein kleines Zusatzfeature eingebaut, denn 5 Minuten vor Ende einer Besprechung fängt der Lightstrip an zu blinken, denn wer kennt es nicht, Termine werden schnell mal überzogen. Das Projekt war eines meiner Highlights während der Ausbildung und ich finde es echt cool, dass es sich besonders jetzt in der Corona-Zeit als hilfreich erweist.